Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Silent Hill. Und genau, liebe Freunde, wir waren beim letzten Mal ja hier in der Schule unterwegs, beziehungsweise in dieser komischen Parallelwelt. Und genau, wollten ja uns die Klassenräume anschauen. Dann würde ich sagen, machen wir das einfach mal, Freunde. Ja. Endlich wieder da bei Silent Hill, tatsächlich. Ich war ja, wie ihr wisst, letzte Woche ziemlich sehr, sehr, sehr krank. Und boah, mir ging es richtig übel. Meiner Frau auch. Und das war schon sehr krass. Und ich bin froh, dass ich jetzt wieder da bin bei Silent Hill. Wir haben es hier aufgeschlossen. Okay, das war der falsche Gang, aber ist okay, wir können hier rein. Und genau, dass jetzt die Show weitergeht, sozusagen. Alter, was ist das denn? Okay, hier kann man einfach dran vorbeilaufen, glaube ich. Ich muss erstmal wieder reinkommen in das Spiel, ist klar. Ja, hier geht es natürlich direkt schon wieder mit dem Horror los, aber wie gesagt, ach, ich bin im Kreis gelaufen, ich Vollidiot. Ich bin im Kreis gelaufen, ich Vollidiot. Ja, das kommt dann davon. Gehen wir hier rein, Harry. So, dann gucken wir doch mal in diesem komischen Klassenzimmer, ob hier irgendwas ist. Ja, Freunde, wie gesagt, also ich bin zum Glück wieder größtenteils gesund. Ah, und guck mal, Karten sind überall verstreut, aber da ist doch eine Sache. Ah, genau, eine Karte mit Bild, schaut mal, und da ist ein Schlüssel drauf. Was hat's denn damit auf sich? Karte mit Bild. Ist hier nicht verwendbar. Okay. Rechteckige Karte mit dem Bild eines Schlüssels gefunden auf dem Tisch in einem Klassenzimmer. Jawohl. Braucht man sich jetzt gerade nur. Karten sind überall verstreut, ne? Du Scheiße, was ist das für eine Schule hier? Alles voller Blut. Aber ihr hattet mir auch einen Hinweis geschrieben, dass diese Parallelwelt, wo wir uns jetzt hier befinden, dass die. Ach du Scheiße. Okay, das sind Mampler-Gegner. Aua. Das sind Mampler. Die nennt man so. Habt ihr auch geschrieben. Und ich weiß allerdings nicht, ob ich die hier drin machen soll. Ja, weil ich denke mal, dass wir hier nicht viel brauchen. Puh. So. Da war nämlich nichts drin, so wie ich das gesehen habe. In dem Klassenzimmer. Was haben wir hier? Abgeschlossen. Okay. Ja, ein bisschen merke ich tatsächlich noch, ne, mit der Krankheit. Aber. Oh Gott. Die mache ich jetzt kaputt, wisst ihr? Die machen wir jetzt kaputt. Okay, und du auch bitte. Wunderbar, so muss das laufen. Nicht viel Munition hier verschwenden, weil wir haben nicht genug. So, mach das weg und da ist noch irgendwo einer. Da hinten. Ach du Scheiße, noch ein dritter. Es waren also drei Stück. War, dass der manchmal nicht trifft, ne? Das ist unglaublich. Wir haben schon wieder drei Schuss Munition verballert wegen dem Mist hier. Toll. Dabei wollte ich doch eigentlich die Munition sparen. Reload. So, ja, wir haben 14 Schuss. Das ist eigentlich nix. Das ist eigentlich nix. So. Aber genau, wir haben auch einen Gummiball, komischerweise. Ich habe keine Ahnung, wofür wir den brauchen. Aber wir haben hier einen Speicherpunkt. Ja, würde ich sagen. Speichern wir. Infirmary. Okay. 2 Stunden 43 spielen wir dieses Spiel angeblich schon. Okay, interessant. So, was haben wir? Da ist Medizin drin. Sehr gut. Das heißt, wir waren hier noch nicht. Und ein Verbandskasten. Sehr schön. Mal Medizin haben wir ja mittlerweile. Ach, das ist Krankenzimmer. Okay. Medizin haben wir ja mittlerweile mehr als ausreichend, wenn ich mir das so angucke. 7 Stück. Das Tonikum können wir benutzen. Dann sind wir nämlich wieder voll grün.
Genau, und mehr gibt's hier nicht, ne? Gut. Das heißt, wir können uns die Lobby anschauen, hier links. Genau, weil hier wären wir reingekommen, ne? Da kann man sogar. Ach du heilige Scheiße! Wo geht's denn da hin? Verdammte Axt. Ja, wir müssen Gegner töten. Oder ist das ein Tonikum da? Nee. Aua, von hinten! Von hinten, das ist ja mega gemein. On, bitte. Da kommen die von hinten, die Säcke. Das gibt's ja nicht. So, wo bleibt der Nächste? Der nächste Gegner. Hallo. Da. Okay. Sollen die ruhig versuchen? Ja, das da. Okay, sehr gut. Der andere, der ist auch hier schon zum Kaputttreten. Nee, er lebt noch! Aua! Verdammt nochmal. Der lebt noch! Sag mal, wie viel haltet ihr aus, ihr Bambler? Sie legen jede Menge Flaschen auf den Boden. Okay, das ist der Eingang von der Schule. Ein Rollstuhl, was? In einer Grundschule? Ja, das ist richtig. So einen Rollstuhl hat man normalerweise hier nicht. Das ist schon. Ja, und hier so einen komischen Kisten. Oder einen Käfig oder was das sein soll, hat man normalerweise auch nicht in der Schule. Schloss klemmt. Die Tür kann was? Kann nicht geöffnet werden. Ah, toll, das heißt, wir waren hier sinnlos. Haben sinnlos unsere Munition verballert. Na, ganz toll. Wie viel Schuss haben wir noch? 5 Schuss. Ja, das reicht für ein, reicht für 2 Gegner. Oh mein Gott, Freunde. Aber irgendwie kommt man halt noch durch, ne? Das ist. Irgendwie funktioniert es halt immer noch. So, die Rezeption. Da kommt man jetzt komischerweise gar nicht mehr rein. Was ist denn das? Okay. Ah, wartet mal, vielleicht. Was? Ist das eine Tür? Wenn es eine ist, dann gibt es jedenfalls kein Schlüsselloch und keinen Türknauf. Wenn ich drücke, bewegt sie sich ein bisschen, geht aber überhaupt nicht auf. Was ist das? In der Mitte der Tür ist ein horizontaler Schlitz. Wozu dient er? Ja, ich denke mal, hier müssen wir jetzt diese komische Karte hier einsetzen. Genau. Karte, zack. Die Karte mit Bild in den Schlitz schieben. Okay, und da könnten wir jetzt rein, oder was? Oh Gott. Ach, das ist einfach nur ein Durchgang, okay. Munition bitte her damit. Ach, danke. Kann man hier auch überhaupt nicht gebrauchen, ne? Die Munition hier. Die Couch ist auch nicht gerade gemütlich. Gut, Freunde. Ich will gar nicht wissen, was hier oben alles hängt. Also, widerlich. Gehen wir durch die Tür. Das ist alles? Eine öde Durchgangstür? Na gut. Alles klar, dann lad bitte die Munition nach. Reload. Da, zack. So, wunderbar. Und dann gehen wir mal auf die Klos. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwas haben. Okay. Hä? Wir sind jetzt auf einmal oben. Im zweiten Stock. Hä? Nee, wartet mal. Hä? Wie jetzt? Wir waren doch eben im Untergeschoss. Verarscht mich nicht. Naja, egal. Dann lass mich hier wieder rein. Ich möchte mich hier umgucken. Beziehungsweise, ja, ob hier irgendwas ist auf dem Klo. Ein blutverschmiertes Waschbecken. Ach, um Himmels Willen, was ist denn hier noch? Hier kann man rein, oder was? Nee, kann man nicht rein. Hier ist nichts. Ja, so wie in der realen Welt ist das hier nichts.
Genau, Freunde, diese Parallelswelt sollte laut eurem Kommentar eine Traumwelt sein. Und ja, von einem gewissen Charakter. Was ist denn hier draußen wieder los, ey Leute? Ihr erschreckt mich so voll. Ach, da liegt was. Was ist denn das? Holy shit! Alter. Boah, wie eklig. Leute. Aber das. Was? Was, was, was? Ein hängender Körper. Warum würde jemand. Aber das sieht mir nach Schrotflinte aus. Ja, Schrotflinte. Geil. Das, gleich so ein bisschen diesen Körper da aus. Okay. Wie viel Munition haben wir dafür? 6 Schuss. Hebe ich mir natürlich auf, ne? Ist klar. Ich glaube, in diesem Spiel gibt es auch Bosse. Und, ja. Da werde ich dir gerne aufsparen. Waren hier nicht eben Gegner drin? Naja. Ja, hier sind wieder welche. Und zwar Mampler. Und ein Käfer. Und ein Käfer auch noch. Ja, super. Super toll. Aber wartet mal, muss ich die hier überhaupt kaputt machen? Ich denke nicht. Ich denke mal. Den einen werde ich aber. Nee, wartet mal. Ich muss mich erstmal wieder zurechtfinden. So, wo sind wir denn hier reingekommen? Dieses Lehrerzimmer ist auch ein bisschen für Psychos. Alter Schwede, ihr blöden Käfer. So, hier müssen wir durch. Die Munition verschwindet hier. Hier ist nochmal so ein großer Raum. Komplett leer hier alles. Aha. Was ist da? Ah, Munition, danke. Können wir immer gebrauchen. Was ist denn das da? Es sind uralte Telefone. Ich kann das Telefon nicht benutzen. Ja, ich weiß nicht, wen du anrufen solltest, Harry. Cheryl wird bestimmt nicht rangehen. So, dann gucken wir doch mal. Dann haben wir das. Okay, dann können wir da oben zum Storage, hoffe ich. Wenn es nichts. Oh! Da klingelt doch das Telefon. Okay. Das war Cheryls Stimme. Ich habe sie erkannt. Wo ist sie? Cheryl. Ja, toll. Was soll wieder so ein Anruf? Das ist doch immer in so Horror-Dingern. Ist das doch immer. Da ruft jemand an, es ist deine Tochter und lässt keinen Hinweis, wo du bist. Ja. Super toll, ey, echt. So, hier könnte man. Ich würde aber gerne. Bisschen weiter noch mal erkunden hier, genau. Nicht abgeschlossen. Jawohl, danke. Ja, wir haben einen Anruf von Cheryl bekommen. Einen mysteriösen Anruf. Und holy shit. Was geht denn hier jetzt schon wieder? Ach, hier haben wir den Gummiball gefunden. Okay, hier waren wir schon. Freunde. Hier waren wir schon mal drin. Okay. Heißt dann aber auch. Was für diese Räume? Warum sind eigentlich manche Räume rot und manche Räume grün? Jetzt sind wir wieder unten, ne? Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Aber na gut, dann ist es halt so. Ich würde aber gerne nochmal wissen. Aufs Dach könnte man jetzt, ne? Also da waren wir gerade eben in der Halle in den Klassenzimmern waren wir, in Firma, wie waren wir? Gut, wir waren überall, so wie es aussieht. Lasst uns mal nach oben gehen. Mach mal kurz drauf gucken, weil ich bin ein bisschen verwirrt. Ja, sorry, wie gesagt, ich bin noch minimal
Ja, minimal krank, aber das geht jetzt schon ein bisschen besser. So, wir gehen aufs Dach. Oh, okay. Was ist denn das jetzt? Ach so, wir sind. Okay, ja. Ich würde gerne noch eins weiter hoch. Mal zum Dach schauen. Mal gucken. Es geht sogar auf. Okay, es geht auf. Und wie wir sehen, sehen wir nichts hier. Oh. Alter, warum? Hier hängen überall die blöden Körper rum. Das ist ein Ablassventil, nichts Ungewöhnliches. Aber da ist schon wieder dieses Zeichen. Okay, sonst ist hier gar nichts auf dem Dach. Doch hier, oder? Wieder Blutspuren hier. Da ist ein Schlüssel aufgehängt. Es ist knapp außer Reichweite. Wartet mal, das ist aber doch. Das ist kreisrund, ne? Kann man hier diesen Gummiball zufällig verwenden? Leider nein. Okay, da ist ein Schlüssel. Das hier zufällig? Nö. Dann nehmen wir bitte wieder die Waffe in die Hand. So, ansonsten. Schade. Okay, das heißt, hier müssen wir später nochmal hin. Der ist ja knapp außer Reichweite. Das heißt, wir brauchen hier nochmal was, um den Schlüssel da rauszuholen. Okay. Also aufs Dach müssen wir später nochmal. Alles klar. Ah, und da hängen auch schon wieder. Na, toll. Ihr seid so krank hier, wirklich. So, im zweiten Obergeschoss, da müssen wir doch nochmal. Genau. Da müssen wir doch jetzt einmal nochmal hier durch. Ja, ich will da gar nicht rein zu den Gegnern. Ich will da gar nicht. Das Schloss klemmt. Okay, das ist zu hier. Wie kommt man dann da rein? Das ist jetzt die Frage. Kommt man hier rein? Klemmt auch. Ah, verdammt. Ganz schön groß diese Schule hier. Also muss man ja ehrlich mal so sagen. Klatschvoll gegen die Wand. Das ist alles abgeschlossen. Ja, Mensch. Dann können wir auch nicht in die Bücherei, oder? Auch abgeschlossen. Also wir kommen hier gar nicht weiter. In den Klassenzimmern waren wir eben. Genau, in den Klassenzimmern waren wir eben. Dann gehen wir nochmal. Gehen wir noch einmal zurück. Und dann einmal links rum. Ja, zu den Gegnern, ne? Und hier ist Tonikum, sehr gut. Kann man direkt benutzen, würde ich sagen. So, sind wir wieder fast grün. Einen Moment bitte. So, da bin ich wieder. Gut, gucken wir uns weiter hier um. Klassenzimmer. Das könnte sein, dass das unangenehm wird. Ja, ganz genau, danke. Danke für nichts, ihr blöden Gegner hier. Ist hier irgendwo Munition? Aua! Boah, ihr seid drei Stück hier auch noch. Ah, da ist tatsächlich Munition. Guckt mal. Die kann ich gerne nehmen. Und raus hier. Einfach raus hier, Mann. Aua. Die haben mir ganz schön wehgetan. Orange schon wieder. Das gibt es nicht. Aber wir haben 47 Schuss Munition. Das ist schon mal gut. So, das mit dem Gummiball, das lässt mir irgendwie. Irgendwie lässt mir das keine Ruhe. So, wir haben jetzt nämlich. Guck mal, wir sind jetzt wieder. Wir sind jetzt wieder in der Nähe von dem Dach. Und haben hier auf dem zweiten Stock. Ja, wir kommen hier gar nicht weiter, ne? Das ist ja alles zu. Das ist ja alles zu. Okay, das heißt, wir müssten nochmal auf das Dach. Guck mal, da steht auch was markiert, ne? Valve. Wir müssen da noch mal gucken auf dem Dach. Mal gu noch mal gucken, ob wir da irgendwas machen können mit diesem blöden Gummiball. Das kann ja wohl jetzt nicht wahr sein. Wartet mal. So, was ist denn jetzt hier mit? Sagt mal. So, hier. Da, Mensch.
Da steckt doch der Schlüssel drin. Genau, da steckt der Schlüssel drin und da kann man doch eigentlich diesen Guck überall reinstecken. Nee, das macht er nicht. Ist hier sonst irgendwas? Ah, guck mal, da ist noch ein Loch. Da ist noch ein Loch. Nichts Besonderes. Ja doch, da ist ein Loch. Wartet mal, vielleicht kann man hier den Gummiball reinstecken. Ah, guckt mal. Sehr schön. Habe den Gummiball verwendet. Ja, wunderbar, aber hat das jetzt zu irgendwas geführt, dass man hier an den Schlüssel drankommt? Da ist ein Schlüssel aufgehängt. Es ist knapp außer Reichweite. Valve, was hat's da mit dieser Valve auf sich hier? Was? 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 Was habe ich ja gemacht? Na dann dreh einfach. Was auch immer. Fließt Wasser rein. Ja, den Gummiball, okay. Ah, und zum Schlüssel. Okay. Er macht's wieder aus? Warum machst du das jetzt wieder aus? Kann man den Schlüssel jetzt holen, oder was? Der Schlüssel ist den Abfluss heruntergespült worden. Ah, okay, das heißt. Das heißt irgendwo im Innenhof. Okay. Ja, krass, dann. Dann wissen wir, wo wir hin müssen jetzt. Nämlich in den Innenhof, liebe Freunde. Klatsch voll gegen die Wand hier. Dann haben wir ja weiterhin Fortschritt. Einfach weiter runter. So, wir möchten nämlich gerne in den Innenhof diesen Schlüssel holen. So, das ist jetzt die Frage, ist das bestimmt hier, oder? Nee, noch nicht mal. Hier ist alles zu. Oh, oder wir müssen außenrum, wartet mal. Kann man hier nicht rein? Doch, hier kann man doch rein. Was ist denn hier los? Warum wird das so bescheuert auf der Karte markiert? So, dann hier vorne, bitte. So, und dann müssen wir jetzt mal gucken, wo dieser Schlüssel sein soll. Wenn wir nach der Kartenlogik gehen, ist das Dach oben, also hier in die Richtung irgendwo. Müsste Theo. Oh Gott, mach die Mucke aus. Mach die Scheißmusik aus hier. So, wo könnte dieser Schlüssel. Ah, guck mal. Sehr gut. Sehr schön. Wir haben den Klassenzimmerschlüssel. Jawohl, Freunde. Das heißt, wir können jetzt nochmal. Hier unten nochmal komplett alles durchsuchen, würde ich sagen, oder? Oder haben wir hier schon alles? Ich glaube, wir haben hier schon alles. Es irritiert mich halt ein bisschen, dass die Räume rot sind, ne? Aber gut, gehen wir wieder hier rein. Abgeschlossen, ja, danke. Dann halt nicht. Dann lass mich halt außen rum, Mensch. Ist ja so gemein zu mir, wirklich. Lass mich hier mit dieser Gruselmusik alleine. Und geh hier wieder rein. Alles klar, Klassenzimmer, die sind rechts, ne? Aber da auf dem Erdgeschoss, da sind wir ja schon reingekommen. Ne, da kommt man ja rein. Genau. Hier waren wir schon. Okay. Das heißt, wir müssen einmal nochmal zurück. Einmal nochmal zurück. Haben wir hier nochmal komplett. Schon wieder verwirrt, ey, diese Karte. Ja, komm, hier kommt man nicht durch, ne? Kommt man hier durch? Ne, hier kommt man gar nicht durch. Ja, super. Na gut. Ja, Freunde, dann freue ich mich trotzdem, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt bei Silent Hill. Wie es hier weitergeht in der Midwich-Grundschule. Beziehungsweise in der Parallelwelt. Und wir gehen jetzt mal hoch und schauen uns jetzt mal die abgeschlossenen Klassenzimmer an. So,
Mal kurz gucken, wo die sind. Ja, okay. Es könnte sein, dass wir hier dann reinkommen. Lass mich einfach in Ruhe. Ach, verdammt. Da sind sie. Okay, schieß drauf. Schieß doch drauf auf den da unten. Was machst du denn, Harry? Schieß du jetzt mal bitte den Gegner hier kaputt? Was ist denn hier los mit dir? Verdammt nochmal. So. Verdammte Scheiße, ey. Diese Gegner sind echt hart, ja, und wir müssen einen Verbandskasten benutzen. Es tut mir leid. Mann. Okay. Das heißt, hier kann man jetzt aber nicht damit rein, ne? Nee. Da auch nicht. Okay, kann man hier vielleicht? Auch abgeschlossen, okay. Hä, aber wie kommt man denn jetzt? Wartet mal. Ach, wir müssen unten rum. Ach, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht, Leute. Ja, gut, dann gehen wir unten rum. Verdammt nochmal. Da sind schon wieder irgendwelche Gegner hier irgendwo. Das heißt, wir müssen durch das. Ih, was ist das denn da? So komische Blutegel oder sowas. Ich laufe einfach mal weg. Aua! Nein, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Lass mich einfach hier durch. Ja, toll, jetzt bin ich natürlich wieder voll falsch gerannt hier, aber das sieht richtig aus. Genau, einfach hier mal durch, so. Ich lasse die Gegner einfach Gegner sein in dem Fall. Meine Fresse, ey. Diese Schule im. Oh, stopp. Was haben wir denn da? Schrotmuni! Jawohl. Das heißt, wir waren hier noch gar nicht. Dann langsam, bitte. Schrotmuni gefunden. Ja, wie viele denn? 6 Stück. Joa. Haben wir schon mal 12 Shotgun-Schuss. Ah, wie gesagt, die spare ich mir für Bosse oder sowas auf. Ach du Scheiße, wo kommt ihr denn schon wieder her? Lasst mich doch in Ruhe. Ach, ihr liebt es, mich abzugrapschen, ne? Wie sieht's unser Leben eigentlich aus? Orange, okay, ja, dann lauf dran vorbei. Na, guckt mal, die kleinen Käfer, die kann man doch kaputt machen. Wenn man denn möchte, ja. Wenn man denn möchte. Ah, da macht den hier kaputt. Die Käfer kann man, glaube ich, mit dem Knüppel hier kaputt machen, ne? Ich schaue mir das jetzt noch mal an mit diesem Käfer da. Ah, doch, oder auch nicht. Na, oder auch nicht. Ne, okay, dann das. Dann, diese scheiß Käfer, ne? Wir sind schon wieder rot. Das gibt's nicht. Müssen leider nochmal eine Heilung benutzen. Es tut mir leid, Freunde. Ich bin so schlecht. Ich bin einfach so schlecht. Aber, erwartet mal, hier ist doch dieser Musikraum. Wartet mal. Der Musikraum geht nicht auf, okay. Oh, das geht aber auf, genau, das geht aber auf hier. Holy shit. Nichts Brauchbares im Schließfach. Alter, was geht denn hier jetzt wieder ab? Holy shit. Nichts Brauchbares. Ich guck mir alle an. In irgendeinem ist bestimmt was. Da. Blut verschmiert, ja, toll. Was ist da drin? Himmels Willen, ey. Dieses Spiel, ne? Nichts drin. Wie nichts drin? Einfach so, oder was? Ja, super. Oh Gott. Ja, ich hab's verstanden.
Da ist ein Schlüssel. Danke. Blöde Zombie. Ersatzschlüssel für die Bibliothek. Alles klar. Ah, blöder Zombie da. Das hat mich schon ein bisschen mehr erschrocken. Als manche Schocker in Resident Evil. Ja, blöde Käfer. Verdammte Scheiße. Ich muss einmal nach rechts. Einmal nach rechts hier. Abgeschlossen schon wieder. Warum? Ach, der Ersatzschlüssel für die Bücherei. Okay, das heißt, man kommt jetzt da oben hin, oder was? Okay, das heißt, man muss nochmal außen rum. Ja gut, dann gehen wir halt außen rum. Einmal nach rechts, aber da... Ach, die treffen immer. Ihr seid so zum Kotzen, wirklich. Die treffen immer. Was soll der Mist? Oh, um Himmels Willen. Guck mal, die treffen immer. Ich mach die hier drin aber auch nicht kaputt, weil das sehe ich irgendwie nicht ein. So, wir sind aber richtig und wir müssen einfach ans andere Ende, ohne uns treffen zu lassen. Mein Gott. Hier ist uns schon wieder orange. Boah, ich möchte aus dieser blöden Schule hier raus. Was ein Scheiß hier, ey. Blöde Mampler. Wirklich. So, aber wenn wir Glück haben, können wir jetzt hier... Ha! Ersatzschlüssel für die Bibliothek. Alles klar. So, wenn jetzt hier wieder was lauert, dann mache ich das platt. Oh, ja. Danke, Verbandskasten. Oh Gott. Wer klopft hier? Oh, kein brauchbaren was? Keine brauchbaren Bücher. Ging schon wieder Leichensäcke an der Wand. Boah. Gut, Freunde, aber die Folge ist zum Glück voll. ich würde mal sagen, jo, wie es hier hinter der Tür weitergeht, sehen wir doch beim nächsten Mal. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.